Der Mainzer Hauptbahnhof. Von hier aus fahren täglich 180.000 Menschen mit Bus und Bahn zu ihrem Ziel. Das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel stellt die Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität. Seit 2012 bietet diese als Alternative Mietfahrräder an. Diese kann man sich an einer der 120 Stationen, die in der Mainzer Stadt verteilt sind, ausleihen. Um die Fahrräder nutzen zu können, benötigt man eine MVG-Mainrad-Karte. Verbunden mit der Karte ist eine Registrierung zu einem der angebotenen Tarifen. Je nach Tarif fällt jede halbe Stunde eine Gebühr an. Mithilfe der App findet man eine Station in Handumdrehen. Mit 4 einfachen Schritten gelangt man zu seinem Mietfahrrad. Als erstes legt man die Karte auf das Kartenfeld. Dann erfolgt die PIN-Eingabe und man kann seine Fahrradauswahl treffen. Nun steht das Rad zur Entnahme bereit und man kann losradeln. Wenn man das Ziel erreicht hat, kann man das Fahrrad an der nächsten freien Station abgeben. Das MVG Mainrad stellt eine weitere umweltschonende Alternative dar. Zudem fördert sie die Vitalität des Menschen. Wenn man das Rad ganzjährig nutzen möchte, sollte man wetterfest sein. Der Verleih rechnet sich vor allem für Mainzer und Menschen aus der Umgebung, da der Aufwand sonst zu groß wäre. Mietfahrräder ergänzen die Mainzer Mobilität gut, jedoch ist das System noch ausbaufähig.